Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir grüßen euch durch unsere Linse direkt auf euer Smartphone oder Laptop, wo auch immer ihr seid. Macht euch doch mal einen Tee und setzt euch gemütlich hin, denn wir befinden uns in den Cameron Highlands. Wo es nur Tee gibt. Und weil wir keine Lust haben zu wandern oder uns einen Roller zu mieten, werden wir jetzt eine ganz alte Eigenschaft wieder aufleben lassen und einfach mal den Daumen rausstrecken. Auf geht's. Eine Besonderheit diesmal ist, dass wir bei Linksverkehr trampen. Also muss man irgendwie auch andersrum spielen. Ja, sonst hatten wir Muskelkater im rechten Arm und jetzt müssen wir im linken Arm ein bisschen trainieren. Hat doch gut geklappt. Ja, voll cool. Super nett. Aus Thailand. Ja, es hat auch gut geklappt und ja, voll schön, weil es einfach nochmal so diese Vorurteile, weil die Frau hat ein Kopftuch, also Muslime waren das, und uns Europäer mitzunehmen, man denkt immer so, ah, die würden das niemals machen, aber die waren super nett, konnten super gut Englisch und wir haben uns echt super wohl gefühlt. Es war echt cool, nochmal diese Erfahrung auch zu machen. Also ein Wanderweg führt hier entlang am Teehaus und am Teehaus ist eine ganze Menge los, gerade jetzt hier auch am Wochenende. Aber ihr müsst hier nicht bleiben, ihr könnt halt einfach direkt weiter die Straße entlang laufen, bis irgendwann mal rechts der Wanderweg anfängt. Wenn ihr Maps.me habt, dann ist das auf jeden Fall eingezeichnet. Und hier vom Teehaus gibt es nur so eine kleine Aussichtsplattform, die aber voll gestopft ist mit Leuten. Und wenn ihr so ein bisschen durch die Teeplantagen laufen wollt, dann müsst ihr ein bisschen abseits gehen. Und schon sind wir da. Aber leider nicht auf diesem Wanderweg. Jetzt mussten wir hier auch ein bisschen Eintritt bezahlen, war jetzt nicht so viel, waren jetzt nur 40 Cent. Aber es ist nicht das, was wir eigentlich jetzt gesucht haben. Also viele, viele Leute und halt einfach, ja, einfach nur so diese für Touristen hergestellte Teeplantagen. Jetzt schauen wir mal, wie wir dann hier weiterkommen und nochmal so ein bisschen dieses Gefühl finden, oder wo jetzt halt nicht so viele Leute sind, wo man halt wirklich so durch die Teeplantagen laufen. Schon, guten Morgen! Es ist schon sehr, sehr cool und ist halt auch alles zu sehen, weil wir halt auch echt in einer schönen Region sind. Aber mittlerweile muss man halt auch sagen, es ist halt auch jetzt ein wirtschaftliches Nahrungsindustriezentrum. Und Daumen raus. Und ja, ist trotzdem cool, aber man sieht halt auch, wie Lebensmittel halt einfach auch angebaut werden. Und der nimmt uns jetzt nicht mit. Aber auf jeden Fall klappt das Hitchhiken hier sehr gut und dann kriegen wir schon wieder Bock, ein bisschen zu hitchhiken. Ja, cool. Und ja, auf jeden Fall ist schön hier, nehmt euch die Zeit. Es ist aber halt auch mittlerweile sehr, ja, sehr viel bebaut. Ne? Und dann sieht es dann halt so aus, wie jetzt das, was wir euch jetzt mal zeigen. Ja, dann nimmt uns jetzt wieder mit und da, die haben alle Kinder hinten dran, die Süßen, machen uns Platz frei. Ja, ist mega cool, ne? Die Leute nehmen einen einfach so mit. So. Also einfach so. Einfach so. Ich bin halt echt begeistert, wie freundlich ja, die sind. Ja, so nett. Richtig cool. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier oben angekommen. Beim BOH Estate Farm. Und
Hier gibt es einen Viewpoint und den werden wir jetzt erstmal beklettern. Und nochmal Sport. Nochmal Sport machen. Das war es auch schon oben. Wir waren noch in der Produktionshalle, da durften wir aber weder filmen noch Fotos machen. Aber es war auch nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Es waren halt alte Maschinen, die das halt gemacht haben. Sah schon ganz cool aus, aber viel haben wir jetzt auch nicht gesehen, sage ich jetzt mal. Also schön hier oben ist die Aussicht und die Natur, die man hier genießen kann. Und ich meine, wenn ihr ein paar Tage mehr Zeit habt, wie wir hier in den Cameron Highlands, dann gibt es auf jeden Fall Wasserfälle zu sehen. Es gibt noch ein paar Wanderungen durch die Teeplantagen. Und es gibt noch einen moosbedeckten Wald, Mossy Forest. Und den könntet ihr auf jeden Fall besuchen, wenn ihr dazu Lust habt. Wir haben leider nur einen Tag hier, aber könnten auf jeden Fall noch zwei Tage hier bleiben, weil es halt echt schön ist. Und wenn man so abseits der Touristenpfade ein bisschen rumläuft, dann findet man auch echt noch so seine eigenen Wege, sage ich mal. Und wir laufen jetzt ein bisschen zurück und dann werden wir auch wieder hitchhiken. Und dann geht es nämlich wir müssen uns was zu futtern suchen, weil wir haben wieder Hunger. Nur am Essen. So, wir haben uns ein bisschen frisch gemacht und jetzt gehen wir was essen. Ist immer noch ein bisschen schwierig, als Vegetarier in Malaysia unterwegs zu sein, wenn man nicht den ganzen Tag Reis und Nudeln essen will. Und manchmal bestellst du dir dann zum Beispiel irgendwie einen geilen Burger und das Einzige, was sie machen, ist halt einfach das Fleischpatty weglassen. Aber wir wollen uns ja nicht beschweren, weil es gibt nichts zu beschweren. Es ist schon geiles Essen hier. Auf jeden Fall geht's zum Inder, weil der Inder hat immer geiles vegetarisches Essen. Unterhalten, wie schön doch eigentlich das Leben ist und auf einmal kommt uns der Hund entgegengelaufen und wackelt so mit dem halben Hintern und das sieht ziemlich abgemagert aus, also haben wir gedacht, wir kaufen ihm einfach ein bisschen was zu futtern und jetzt freut er sich schon die ganze Zeit, er ist uns hinterhergelaufen, als würde er riechen, dass wir ihm was kaufen. Oh, guck mal, wie der sich freut! Oh, ist der geil! Oh, ist der geil! Hoffentlich schmeckt dir die Kekse. Ah, ist der? Oh, guck mal, wie der sich freut. Jetzt kriegt die Melli die Packung nicht auf. Ja. Komm, wir gehen mal hier hin. Keinen Dreck machen. Mal gucken. Hey, du musst ganz langsam essen, Freundchen. Buongiorno, ein neuer Tag, ein neues Ziel. Für uns geht es heute weiter nach Langkawi. Oui. Die Insel liegt ganz im Norden von Malaysia und soll bekannt sein für ihre schönen Strände. Liegt hier. Und das riecht hier nach Abfluss.